Ja, hallo, willkommen zurück zu Bastion, einem weiteren Teil. In der letzten Folge hat das Video etwas abrupt geendet. Das liegt einfach daran, dass ich, wie soll ich das jetzt sagen? Mein Kater hat, während ich dann diesen Shop gegangen bin, ins Waffenlager, rumgemaunzt und ich habe mich gemutet, als ich dann den Kater versorgt hatte mit Essen und so weiter. Ich dachte, ich mache da so einen schönen Schnitt ins Video. Habe ich weiter aufgenommen, wunderbar, hatte die Folge abgeschlossen, hatte noch so ein bisschen da eine Übung gemacht mit dem Gewehr. Dann habe ich eine weitere Folge aufgenommen und schön Viertelstunde durchweg aufgenommen. Dann habe ich das beendet, wollte das in eine Schnittsoftware laden und beim Erstellen dieser Ausschlagskurven habe ich auf einmal gesehen, dass meine Kommentarspur komplett stumm war. Das lag einfach daran, dass ich mich danach nicht wieder entmutet habe. Juhu! Da ich aber das Videomaterial, was ich aufgenommen habe, nicht wegwerfen will, werde ich hier einfach nachsynchronisieren. Ja, danach, nach der Folge, es war zum Glück nur eine, kann ich wieder normal weitermachen. Ich lasse das Video jetzt einfach mal hier laufen. Da steht er auf. Top, 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 top. Da läuft er nach oben. Ja, super Kommentar. Es ist echt ätzend. Ab in den Skyway und ja, das nächste Level machen. Das ist nämlich Punkt des Leman. Dort fliegen wir jetzt einfach mal hin und schauen mal, was uns dort erwartet. Habe ich noch nie gemacht, nachsynchronisieren. Gut, ich nehme auch nicht so lange Let's Plays auf, von daher ist es das erste Mal, aber vielleicht übt das ein bisschen. Pam, aufgeschlagen, wie schon so oft. Ich wähle mit der Maus rum, wahrscheinlich habe ich was erklärt. Was gemacht. Ja, ich muss sagen, das Spiel ist echt geil. Toller Soundtrack und es macht mir wirklich Spaß, aber es ist teilweise auch, zumindest für mich, frustrierend, weil es ganz schön von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad anzieht. Hier, diese Pflanzen habe ich echt gut im Griff. Immer da schützen mit dem Schild und sobald es aufmacht, draufballern. Diese Augen sind ätzend. Also das muss ich wirklich sagen. Da muss man praktisch den Rücken zudrehen, dann fangen die wieder sich an zu bewegen und dann kann man sie wegballern. Den hatte ich den Armeekarabiner, genau. Böse Durchschlagskraft, aber dauert, bis sie gezielt hat. Gun like that can even put the wilds in check. Ja, da habe ich jetzt ab und zu mal vergessen, irgendwie auch, dass ich noch das Schwert habe, mit dem ich ja auch schlagen kann. Und habe mich da auf die Waffe konzentriert. Sehr geschickt. Point Lemain seemed better days for sure. But it ain't done. Was ein Mist. Jetzt sitze ich hier und gucke mir beim Zocken zu. Komm, Junge, mach so platt! Bam, 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 bam. Weiß ich gar nicht, auf was ich da gewartet habe. Ach genau, ich bin da nicht hochgekommen. Und da oben ging es dann in Wirklichkeit weiter. Ja, jetzt bewegt sich das hier automatisch. Ja, das sind diese Augen, was ich meinte. Die schweben dann hinter einem und sobald man sie anstarrt, bleiben sie halt stehen. Das heißt, man muss ihn kurzzeitig zurückzudrehen, sich umdrehen und drauf schießen. Ja, die Scheißdinger werfen die ihre kleinen Minigranaten ab, wie man das so sieht. Diese Büchse hat echt einen bösen Bums. Grand Rails all grown over with things of calamity. Bam, 98 Erfahrungspunkte. Things eager to take back the turf. Bei den Dingern kann man immer schön im Winkel, wo keine Pfeile rumfliegen, stehen bleiben. Da langt wirklich ein Schuss bei den Viechern. Bam. You don't let so much as one of those things slip by. Dauerfeuer auf mein Schild.
Wenn ich mir so das Video im Nachgang angucke, dann sieht man so seine eigenen Fehler. Jeder andere, der das Video guckt, wird wahrscheinlich darauf aufmerksam machen. Ey, was macht der denn da? Lass dich da beschießen, ey. Lass dich beschießen. Ich spiele das Game ja völlig blind und von daher ist es immer ein bisschen schwierig, sich auf das Spiel zu konzentrieren und zu labern. Ich meine, hat er einen anderen. Den hatte ich aber gut getroffen. Mit einem Schuss, sonst habe ich mir diesen komischen. Ja. Das war meine erste Erfahrung mit diesen komischen Pusteblumen. Die reißen einen ja sofort um. Ein schöner Bombastregen, Bombardementregen von diesen komischen Granaten. Da wäre ich fast draufgegangen. Also, wenn man in diesem Abschnitt des Spiels nicht aufpasst, stirbt man relativ zügig. Sehr geschickt. Schon wieder so ein komisches Ding, was einfach raufhüpft. Da habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung, wie man die richtig gescheit abwehren soll. Ja, das passiert nämlich dann, dann verreckt man auch sofort. Das ist gar nicht so leicht. Diese Leichlinge, die sollte ich viel öfters einsetzen. Die helfen einem wirklich gut. Allerdings folgen sie einem nicht. Also das ist dann ein bisschen doof. Wenn man dann hier irgendwie weitergeht, dann bleiben die eigentlich an der Stelle, wo man da ist. Oder ich hätte langsamer machen müssen, aber naja. Ja, da habe ich mir dann überlegt, ich lasse diesen komischen Armeekarabiner zu Hause und hole mir wieder meine normale Schrotflinte. Beziehungsweise die Blechmuskete. Ob das so die Idee war, aber das Ding ist noch nicht ausgebaut und ich komme mit der Muskete echt gut klar. Also kann ich wirklich empfehlen. Na, der hat schon ganz schön Schaden, das geht schon. It was right here that Zolf's Ur forefathers decided to mix it up. Hab ich schon erwähnt, dass ich die Sprecherstimme geil finde? Super. Die Vögel, die nerven auch. Bin mal gespannt, wie das noch wird, das Spiel. Das zieht wirklich gut an und ich bin nicht der Beste in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. Oder ich stelle mich auch manchmal ein bisschen blöd an, zu raffen, wie man die Viecher killt. Also gerade diese komischen rammenden, dinosaurierartigen okay, Viecher da, das ist schon... Ist schon nicht so einfach. Das war übel. Bad. Ein Freund fragte mich übrigens letztens, ob einen das nicht irritiert, diese Bewegung im Hintergrund. Ich muss sagen, wenn ich da zocke, achte ich überhaupt nicht drauf. Jetzt, wo ich mir das Video angucke, fällt mir das auch auf. Da ist er zum zweiten Mal gestorben. Super gespielt. Fällt mir das auch auf, dass im Hintergrund ja wirklich was angezeigt wird, als würde man über irgendwas rüberschweben. Man sieht da so ein bisschen Landschaft darunter. Ja, die Dinger. Also wer mir da einen Tipp geben kann, wie ich diese komischen Dinos da, oder was immer das ist, kille. Das müsste ich nochmal üben. All the rotten wood there on the rails turned it into swamp weed central. Ever tried dancing side to side while holding your breath? While choking on swamp weed? While peckers trying to prick you in the eye? Leichte Unschärfe. Well, let me tell you, it ain't fun. Nein, das ist nicht schön. Das ist auch während des Spiels nicht schön, wenn man auf einmal nichts mehr sieht und die Dinger reinrennt. Da habe ich, glaube ich, dann irgendwann langsam gerafft. Oder auch nicht wirklich. Da kommen wieder diese Augen, also... Ich
im Zusehen habe ich mich da auch mehr so durchgestorben, als dass ich hier überhaupt was kontrolliert getötet habe, muss ich sagen. Und das war ein nicht so leichtes Level. Endstation. Also in dem Level habe ich wirklich viele Tränke verbraucht, muss ich sagen. Lustig, sich so zuzuschauen beim Spielen. Sieht man doch, welche Fehler man gemacht hat, wo man hätte besser reagieren können. Ich hoffe, dass ich das nicht allzu oft habe, dieses Vergnügen. Vergnügen ist eigentlich nicht, das ist scheiße. War mal so gesagt. Verdammt. Not just another wallflower pincushion, mind you. Als dieser Bodenfuhr hier aufgetaucht ist, diese Wolke am Boden, dachte ich am Anfang, es wäre wieder Königin N oder eine Geschwister oder so. Genau, Sulf. This is for you, says the man. Then wham. Pam. Ab auf die Fresse. When the kid comes to, the man's long gone, but something else is there. Warum der so einen launischen Umschwung hatte, das verstehe ich bis jetzt nicht. Warum der auf einmal geflüchtet ist, also irgendwas habe ich in der Story nicht so richtig mitgekriegt, warum der auf einmal da sauer war und dann abgehauen ist. Aber es ist auch schwierig, da sich während des Spiels irgendwie auf den Verlauf der Geschichte zu konzentrieren. He took the shard, he took the hit, and he took that note. Tja, Splitter, Schlag. Und den Brief bekommen. It ain't too late to unlock the potential of this place. Ja, ein weiterer Splitter. Dann habe ich gesagt, wir machen das so nach der Reihenfolge, wie wir auch die Gebäude gebaut haben. Das heißt, wir bauen die Destillerie. Linke Seite komplett aufgebaut. Und außerdem gibt es weitere Tränke, die Extras geben. Fallschnaps, genau das war das, was einen dafür bewahrt, Schaden zu nehmen, wenn man hochgesteuert wird, oder weniger Schaden. Ja, Keramiktopf, da kann ich mich während des Zockens überhaupt nicht erinnern. Keramikkochtopf, kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, wann ich den eingesammelt habe. Und die Nachricht, genau. Go east to learn the truth about the calamity. And our people. Die Nachricht von Sulf. Sincerely, Sulf. Er will es hier wohl abwerben. Beziehungsweise überzeugen, dass wir das Böse sind. Ich kann. Keine Ahnung. Bei der Story muss ich sagen, bin ich schon etwas raus mittlerweile. Schade eigentlich. Ich sollte mir öfters meine Aufnahmen mal durchweg angucken. Dann kriege ich vielleicht die Story noch ein bisschen mit vom Spielen. Aber zukünftige Let's Plays. One of his people wondered just how many of them survived and what exactly Zulf told them. Zukünftige Let's Plays werden es dann schon richten. Wir werden uns besser darauf konzentrieren können. So, genau. Dann habe ich, genau, wie fast bei jedem, nach jedem Splitter oder vor jedem Splitter. Ceylonia's army only took the best and the best of them trained on Trigger Hill. The Triggers believed they were nothing without their rifles.
Was ich sagen wollte, wie fast bei jedem Splitter. Ich will den Sprecher da nicht irgendwie reinsprechen. Nachdem ich so einen Splitter geholt habe, habe ich meist immer noch eine Übung für die Waffen gemacht. Wie auch in dem Fall. Ich dachte mir, vielleicht kann man die Muskete ein bisschen ausbauen. Bin mir auch nicht sicher, ob man wirklich immer komplett anvisieren muss oder ob es nicht langt, auch direkt abzufeuern. Wahrscheinlich nicht auf die Entfernung. Some felt the course was too easy, so the triggers spice things up a bit. Junge, der schießt oben. Na ja, genau. 50 Sekunden und zweiter Platz unter 50 Sekunden. Da habe ich mich schon ein bisschen geärgert. Ah ja. Beim nächsten Mal. Etwas Aufwendiges. Juhu, und zurück in die Bastion. Schauen, wo man das Aufwendige einsetzen kann. His ears must be ringing after all that shooting. Muskete, wer hat's gedacht? Muskete, so ein Quatsch. Für dieses Armeegewehr kann man die Sachen wohl einsetzen, das Aufwendige. Da habe ich auch ordentlich gleich Punkte ausgegeben. Schnell erzielen. Wunderbar, jetzt keine Punkte mehr. Nochmal nachgeschaut, warum ich da zurück bin, weiß ich bis jetzt nicht. Nächsten Teile werden natürlich wieder synchron und mit Ton laufen. Da werde ich jetzt wirklich drauf achten und auch vor allem meine Savegames sichern, sodass ich auch mal zur Not ein Level zurückgehen könnte, weil da habe ich keinen Bock, sowas nochmal zu machen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Teil vom Bastion. Tschüss.